Läuft? Läuft? Ja gut, dann sage mal, da bin ich wieder, ja? Wie so eine Katze, ja? Wenn du denkst, da ist Feierabend, ja? Dann kommt jemand, oder? Spielplatzfreundschaft! Ach so, ja, das hat man wieder gestört, gell? Ja, das nervt, wenn du gestört wirst, dann nervt das, ja, der stört mir auch die ganze Zeit, Andreas, ja, geht mir meist auf den Nerv in letzter Zeit. Das gibt's gar nicht, ja. Ja, wenn du denkst, dass da Feierabend ist, ja, dann habe ich immer noch so fünf, sechs Leben in der Hinterhand, ja, wie so eine Katze, ja. Jedenfalls war ich ja gestern auf Schwäbisch beim Goscheschlosser, ja, also beim Goscheschlosser und bin ich jetzt da im Internet? Ja, ja. Ja, dann war ich gestern beim Zahnarzt, ja, und Scheiße. Ja, der weiß halt Bescheid, gell? Also, zweiter Versuch, ja. Jetzt kommt die andere Bagage, gell? Das funktioniert so nicht. War beim Zahnarzt, gell, und hab gesagt, ich möchte gern Schmerzen. Ja, weil ich habe ja eine masochistische Ader. Also bitte Weisheitszähne raus, einfach Weisheitszähne rausreißen, ja, wenn ich das so will. Und hat er gesagt, nein, macht er nicht, ja. Ja gut, ist ja egal, auf jeden Fall. War nach zehn Minuten wieder draußen und dann will ich natürlich einen Termin für in einem halben Jahr wieder. Nächster Arzttermin beim Zahnarzt. Und dann steht halt so Frau am Tresen und babbelt mit der Assistentin, ja. Babbelt, ja, so Schwätzbass halt, ja, auf gut Deutsch, ja. So Schwätzbass und stehe da minutenlang rum und dann hat irgendwann mal die Assistentin hat es abgebrochen, weil sonst hätte die Schwätzbass hätte weiter babbelt, gell, ja. Und dann habe einen Termin gekriegt habe einen Termin gekriegt auf DIN A4 Blatt. Dann habe ich zu der Assistentin gesagt, ja, sind die Zettel ausgegangen, ja, also die kleinen Zettel. Und dann sagt die Frau zu mir, ja, die Schwätzbass, sagt sie mir, darf ich raten, was Sie für einen Job haben? Sie arbeitet bestimmt in der Qualitätssicherung, ja? hat sie mir gesagt, frage, nee, warum? Und dann hat sie gesagt, ja, weil sie so akkurat sind, ja? Und dann hat sie halt weiter babbelt, ja? Und dann hat sie gesagt, ja, sie kennt ihre Pappenheimer und die sind alle so pingelig und so genau. Ja, und die schafft wohl in der Qualitätssicherung, ja? Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, ja, zu Recht muss man in der Qualitätssicherung pingelig sein, ja, weil sonst will ja auch, dass die Autos hier alle fahren, ja, und nicht irgendwo stehen bleiben, ja. Also, aber Hauptsache babbelt, gell. So sind sie halt. Ja, heute war es nichts Besonderes, aber ich habe halt auch nicht immer Schenkelklopfer. Hauptsache, ja. Ja, Hauptsache ein Scheiß geschwätzt, ja. Kinder sagen, das letzte Einhorn, gell? Was? Rhinoceros! Hast du mein Vater mal gesagt? Mein Vater hat immer gesagt, vom Fernseher, wenn es irgendwo politische Diskussionen gab, hat im Fernseher, und wenn die Politiker einen Scheiß geschwätzt hätten, dann hat er immer gesagt, du bist ein Rhinoceros! hat er immer gesagt. Ja, daher kommt es. Nächstes Jahr kriegt der Andreas und der Mahmoud wieder eine aufs Maul. Verbal. Jetzt mach aus!